Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dead District. Wir haben das letzte Mal uns ja schon ein bisschen vorangeschlagen und ich wollte jetzt halt warten, bis die Sonne aufgeht. Es ist tatsächlich 5 Uhr ging's los. Die Sonne geht langsam auf. Wir stehen hier mittendrin. Meine Markierung ist leider weg. Die würde ich gerne nochmal setzen, weil ich würde nämlich gerne mit euch versuchen, ob wir da hinkommen. Ist jetzt natürlich die Sache, ne? Ist das geladen? Das ist noch geladen. Meine Axt habe ich in der Hand. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal losziehen und vielleicht auch das ein oder andere Büschlein wieder mitnehmen. Und bin mal gespannt, ob ich es überlebe. Das ist ja immer die Frage, ne? Wird man es überleben? Wird man es schaffen? Oder so, schön einstecken. Alles, was irgendwie nach Busch ausschaut, wird auf jeden Fall anvisiert und mitgenommen, wenn es geht. Und auch die Holzstämme und so Steine oder sowas, wenn ich sehe, dann wird auch das mit eingesteckt. Ich versuche mich jetzt halt noch ein bisschen fernzuhalten von den Häusern, weil da scheint es mir ein bisschen zu gefährlich zu sein. Und es muss nicht unbedingt sein, dass ich jetzt hier dann gleich hops gehe. Nur weil ich denke, ich muss jetzt hier den großen Helden spielen. Und gehe dann drauf, wegen so einem Zombie-Zwerg. Also das hat mich, das war das Einzige, was mich so ein bisschen gewundert hat. Warum waren die jetzt eigentlich so klein? Diese Zombies? Hat mich total gewundert, aber okay. So, schauen wir mal. Das da... Wir können ja einiges an Ressourcen sammeln. Ich möchte mich jetzt auch absichtlich mal von dem Lager fernhalten, wo dieses Banditenlager, was da irgendwie war. Hier, Bandit Block Post. Also, ups. Ich gehe lieber mal ein bisschen an den Häusern vorbei und wir schauen, dass wir uns selber irgendwas zusammenbasteln, weil das interessiert mich nämlich auch. Ich denke, dass auch euch das interessiert. Warte mal, du kannst eigentlich... Komm, wir verwenden jetzt einmal einen Verband. Und wir hauen uns jetzt halt hier noch ein paar Beeren rein. Dass wir da auf jeden Fall schon mal etwas gesättigter sind. Dann kann ich nämlich auch noch schön fleißig weitersammeln. Es ist schade, dass das nicht automatisch in den Rucksack geht. Tun wir jetzt auch mal rein. Ja, also man hat auf jeden Fall ganz gut Platz. Also und da im gestrigen Part habe ich ja überwiegend drauf geschaut, dass ich dann sofort den großen Rucksack bekomme. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also für jeden, der das Spiel kaufen möchte. Im Übrigen, das kostet so um die 8 Euro. Ist jetzt halt aktuell nicht im Angebot, aber ich denke selbst 8 Euro ist für so einen Titel und für die Qualität durchaus gut, vor allem die arbeiten dran. Man sieht es an den Updates, die da immer wieder kommen. Also es ist jetzt nicht ein Spiel, was irgendwie mal erscheint und dann tut sich da nichts, sondern die arbeiten halt wirklich dran. Und das finde ich schon mal nice. Also das finde ich auch wichtig. So ein Abwurf ist, ja, das ist hier. Da sind wir aber noch Kilometer weit entfernt. Ich bin froh, wenn ich jetzt erst einmal zu unserem Punkt komme, den ich da angerissen habe. So, schauen wir nochmal rein. Wir haben, oh, auf jeden Fall über 100 schon. Oh, das ist gut. Das ist gut. Wir gehen mal ganz kurz auf die Herstellung, weil bei den Klamotten brauchen wir nämlich zum Beispiel, oh, für die Hose brauchen wir 15 Stoffe. Das heißt, wir können doch jetzt halt schon mal ein paar Stoffe durchlaufen lassen, oder? So, 15 haben wir. Wunderbar, dann können wir uns eigentlich hier schon mal zumindest eine Hose machen, oder? Das ist doch auch schon mal was. Dann rennen wir nicht mehr so ganz nackig rum. Jawohl, sitzt. Da haben wir einiges an Holz rumliegen, das ist gut. Alles, was ich so einsammeln kann, ist gut.
Pflanzenfasern 3. Also ich find's vor allem deswegen gut, dass man am Anfang nicht so leer rumläuft, dass man halt wirklich die Chance hat, gleich Sachen zu finden und nicht dumm in der Gegend rumrennt und sich denkt, ey, sag mal, ist die Map leer oder was los? Oh, da ist ein Elektroturm. Also die Fasern definitiv, da nehme ich immer alle mit, was ich sehe. Ich wollte jetzt eigentlich mal auf die Map gucken. Wir sind, da ist ein Hangar. Tja, Hangar schön und gut, ne? Aber möchte ich jetzt mal noch nicht hingucken. Das möchte ich mir wirklich aufheben, wenn wir uns erst einmal was aufgebaut haben, wenn wir sagen können, jawohl, wir haben jetzt hier einen Punkt, wir sind vorbereitet und können dann loslegen. Deswegen würde ich sagen, wir laufen jetzt auch erst einmal an die Stelle, die ich angemarkert habe hier. Weil wir kommen jetzt, glaube ich, auch an nichts weiter vorbei, ne? Da ist ein, aber da ist eine Water Pump, ne? Vendor, oh, jetzt, ich überlege jetzt gerade, was Vendor heißt. Ich wusste es, ich weiß es jetzt gerade im Moment nicht. So dieser typische Blackout. Ah, gut, dann schauen wir halt einmal in die Richtung. So, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Vendor ist natürlich der Händler. Da bin ich jetzt auch immer gespannt drauf. Wenn da ein Händler ist, kann ich dann mit dem schon handeln? Ist es dann ein bisschen so wie in Seven Days to Die? Dass ich da eben einfach Händler finde, mit denen ich handeln kann? Oder vielleicht hat er ja sogar Aufgaben für uns. Das könnte ja auch sein, ne? So die eine oder andere Quest. So, immer schön alles einstecken. Und weit ist es ja nicht mehr. 200 Meter haben wir noch. Da vorne sind Tiere tatsächlich. Okay, die laufen nicht weg. Jetzt könnte es natürlich sein. Oh, das braucht ja lang. Okay, cool. Ich weiß nur nicht, ob ich die zerlegen kann, ne? Vielleicht kann ich ja die Pfeile wieder einsammeln. Okay. Ich bin Superschütze auf jeden Fall. Und zerlegen kann ich die nicht, vielleicht mit der Axt. Leder bekomme ich, rohes Fleisch bekomme ich. Jawohl. Finde ich cool. Pfeile habe ich jetzt nicht bekommen, zumindest habe ich jetzt nichts gesehen. Nochmal aufpassen. Rohes Fleisch, Leder. Nee, Pfeile sind weg. Da habe ich jetzt tatsächlich nur noch zwei, aber macht nichts. Wir haben ja hier unser Menü, da können wir auf jeden Fall ein paar machen. Wie viele Äste habe ich denn noch? Keine mehr? Okay. Was kann ich dann an Rohstoffen? Kann ich da Stöcke herstellen? Bitte, ich brauche 10 Holz, um 5 Stöcke herzustellen. Mach mal. Das ist zwar sehr viel, aber okay. Oh, da ist ein Pferd. Ah, da haben wir die Wasserpumpe. Getränk, Behälter füllen. Okay, ich konnte jetzt quasi mich voll trinken. Das ist nice. Was haben wir denn da? Augen? Oh, Rüstung. Und eine Uzi. Nehmen wir alles. Maximales Gewicht. Ja, sorry, ne? Und tun wir halt einmal hier ein paar Sachen weg. Die Seile können wir rüber tun. Die Stöcke können wir rüber tun. Die Steine sowieso. Die Fackel. Wir lassen die Kräuter hier drin.
Dann nehmen wir mal die Rüstung hier rein und die Uzi hat 1,8 Kilo. Ja, tun wir trotzdem mal hier rein. Okay, nice. Hallo Pferd. Right? Oh, ist das nice? Wir haben tatsächlich ein Pferd? Okay. Absteigen wahrscheinlich auch mit F. Dankeschön. Schwefel und ein Hut. Warte mal, wir müssen sowieso vielleicht mal die Weste gleich anziehen. Nice. Jawohl, ist uns doch schon gleich mal ein bisschen Wärme hier. Tatsächlich, da steht ein Händler drin. Das ist, was haben wir hier? Ein großer Rucksack. Da ist nichts. Was haben wir hier? Einen Apfel, ein Sägeblatt und ein Draht. Das Sägeblatt, oh, das finde ich in der Wüste, ne, wie viel Schaden das macht. Aber ich denke mal, das wird mehr Schaden machen als... Das steht halt nicht da, ne? Warte mal. Boah. Unausstattung. Ausstattung. Da ist jetzt dann die Frage, halt, wenn ich das auf der 1 habe, kann ich mit dem... Da war nichts mehr, ne? Kann ich dann mit einem Baum fällen? Ui. Und ob? Aber richtig dolle. Da kriege ich gleich 5 Holz raus. Yes. Nice. Dich habe ich gelehrt, ne? Ja. So, gucken wir mal. Grüezi, servus. Oh, du bist ja ausgerüstet. Verkäufe öffnen. Wir können Seil kaufen. Seil, Kosten 1. Metallfragmente. Ah, für ein Seil bekomme ich 10 Dingsbums hier. 10 Metallfragmente. Kaufen? Artikel kann nicht bezahlt werden. Ach so, ein Seil kostet 10 Metall... Okay. Frühling. Die Metallfragmente sind im Grunde dann die Währung. Wow, für einen Chip 50 Metallfragmente und 20 Qualitätsmetall. Von den Rädern bräuchte man 5 Stück um die AK-74. Alles klar. Auspuffrohr habe ich, brauche nicht. Schwere Rüstung, Rakete, Signalgranate, Machine Gun, $35. Okay, wir haben $5. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Ja gut, da muss ich natürlich noch looten gehen, das ist auch klar. Medikit für $10. Schwere. Okay, man hat die Chance, entweder in Metallfragmenten zu bezahlen oder in Dollar. Was ich echt cool finde. Muss ich wirklich sagen. So, was kann ich denn verkaufen? Schauen wir mal. 15 Stein. Was? Wenn ich 15 Stein verkaufe, erhalte ich 50 Holz oder wie? Okay, gucken wir mal durch. 2 Stoffe bekomme ich 1 Seil. Ist im Grunde nicht schlecht, ne? Weil ich muss ja, wenn ich herstelle, habe ich 3 Stoffe für 1 Seil. Schauen wir mal. Wir haben Stoffe einstecken. Kein? Warte mal. Das ist 2. Probieren wir jetzt mal, ob ich das jetzt richtig sehe. Also wir haben 2 Stoffe. Okay, nee. Ich bekomme für 1 Seil bekomme ich 2 Stoffe. Alles klar. Ein kleiner Rucksack.
bekomme ich 10. Okay, das verkaufe ich, das bekomme ich, ja, das ist klar. Kleiner Rucksack verkaufen, bekomme ich 10 Metallfragmente. Da ist natürlich die Frage, ich habe, glaube ich, für einen kleinen Rucksack 10 Stoffe, ne? Das heißt, wir könnten das da auf jeden Fall schon mal. Dann können wir uns noch 2 Stoffe craften. Dann können wir einen kleinen Rucksack herstellen, der ein paar Sekunden dauert. Das macht aber nichts. Und für den kleinen Rucksack bekommen wir dann Metallfragmente. Und für den großen Rucksack? Ich kann den großen Rucksack... Okay, nein, der wird nicht verkauft. Der kleine wird verkauft. Dafür bekommen wir nämlich dann die hier, was auf jeden Fall nice ist. Okay, Frühlingtrag, Ausrüstung, $10. Okay. Für 10 Metallfragmente kriegt man $2. Wow. Und für ein Seil bekommt man $10. Wahnsinn. Okay, also den großen Rucksack könnte ich eh nicht verkaufen. Also ist es egal. Aber was auf jeden Fall halt super geil ist, dass wir den nochmal zusätzlich nutzen können. Das probiere ich jetzt nochmal. Ich mache den jetzt mal auf. Ich kann den rüberschieben. Das Gewicht erhöht sich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt hier das Holz rein tue, alles klar, dann tun wir es jetzt mal da rein. Ja, erhöht sich. Also da haben die wirklich dran gedacht, dass die, dass wenn ich das zwar hier rein tue, dann habe ich zwar das Material hier drin, aber es ist trotzdem, dass sich das Gewicht erhöht. Das finde ich gut. Aber man bekommt eben Sachen gleich weg, ne? So, da gehen immer 11 übereinander, das ist auch komisch. Aber nee, passt. Das ist cool. So. Nebel. Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Können wir hier drin bleiben? Während der Nacht? Was gibt es hier noch? Geh mal in die Ego, bitte. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir hier... Oder Computer? Okay. Bin immer gespannt. Kann ich hier, wenn ich jetzt den Hammer in die Hand nehme, irgendwas bauen? Okay, durch das, dass ich das Holz in dem anderen Rucksack habe, kann ich hier jetzt nichts bauen. Ah, mich erinnert das Baumenü an etwas, an ein anderes Spiel. Mir fällt jetzt bloß der Name nicht ein. Da ist, schaut es identisch aus. Das schaut wirklich identisch aus. Grundgeschoss, Holz, Holzfundament. Okay. Schauen wir mal. Machen wir mal nochmal auf. Wir tun... mal so ein 100er Stack Holz rüber. Okay, nee. Ich kann wahrscheinlich bauen, aber eben nicht hier drin. Und ob wir hier draußen... Okay, da kann ich nichts machen. Im Container auch nicht. Wir schauen mal noch hier außen rum, was hier schon mal ganz nice ist mit dem Pferd, ne? Dum, dum, dum. Okay, die Frage ist jetzt, kann ich hier in der Nähe bauen? Dass wir mal die 3 nehmen.
Okay, und warum kann ich das hier nicht hinsetzen? Oder kann ich das da setzen? Wenn ich das da setzen kann, das wäre natürlich nice, ne? Dann würde ich natürlich gucken, dass wir hier irgendwie bei dem Händler bleiben. Bauteil kann hier nicht platziert werden. Okay. Dann haben wir das, dann ist das schon mal geklärt. Wir können hier nicht bauen. Und ich denke mal, das hat was damit zu tun, dass wir so nah beim Händler sind. So. Mein liebes Pferd. Wir werden uns auf die Reise machen. Und zwar eigentlich nur mal so ein Stück vor hier an die Straßenkreuzung gehen wir jetzt halt. Mach halt einfach mit M die Karte wieder zu. Das finde ich super nice. Kann ich da auch in die Ego? Nee. So mag ich das. Oh. Die Frage ist natürlich, ob die Zombies, die hier so rumrennen, auch mein Pferd angreifen. Ich denke aber schon, wenn das Pferd jetzt halt Gesundheit hat, ne? Was mich wundert, ist auch die Questlinks, ne? Ressourcen sammeln. Weil die haben ja eigentlich schon abgeschlossen. Habe ich da jetzt was gehört? Es wird auf jeden Fall nicht die ganze Zeit das Pferd. Was mich schon mal sehr, sehr positiv stimmt. So, wir sind jetzt direkt auf der Straße, oder? Ja. Wir sind direkt auf der Straße. Wir könnten einmal absteigen. Dann schnappen wir uns mal den Hammer. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob ich hier was herbauen kann. Es wäre halt so ungefähr in der Mitte von der Map, ne? So in etwa. Nicht ganz, aber ne, die Mitte wäre genau hier. Aber ich denke, das ist doch schon mal ganz gut. Also, gucken wir mal. Holzfundament. Kann ich dich hier bauen? Direkt an der Straße. Yes. Ich würde das Ganze gerne 2x3 groß machen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Holzwand, aber ich würde gerne zum einen eine Tür machen. Hier vorne hin, in die Mitte. Dann würde ich gerne hier links wie rechts ein Fenster hinmachen. Dann würde ich gerne hier seitlich ein Fenster machen und in der hinten in der Mitte. So, und da ich jetzt kein Holz mehr habe, muss ich das alles wieder hier raus tun. Aber es war halt einfach mal interessant, das auszuprobieren, ne? Dass das funktioniert. So. Und dann haben wir nochmal. Wir brauchen Fenster. So, hier hin und da noch hin und den Rest dann eben mit normalen Holzwänden. Ach, so mag ich das. Wenn das so flutscht, finde ich das toll. Stiftung Holzdreieck. Ah, das ist ein Podest. Okay. Treppe. Grundgeschoss. Und wir haben hier Holzfundament Treppe. Nice. So, eine Tür müsste ich doch wahrscheinlich dann auch bauen können, oder? Fensterläden aus Holz. Das erste, was ich aber brauche, das ist was? Eine Doppeltür?
Hier eine Holztür. Tür öffnen. Tür schließen. Und da hast du vergessen, die Wand reinzumachen. Das ist doch super. Hau mal das Holz weg. Weg damit. Jawohl. Hammer in die Hand. Oh, ich bin... Also, das gefällt mir. Gefällt mir jetzt auf jeden Fall schon mal. Jetzt wollte ich nochmal gucken. Nee, da nicht. Wir müssen... Holzdach. Holzdach. Okay, da ist die Frage allerdings... Ach so, dann muss das... so gemacht werden. Ich hoffe, ich habe noch genug Holz. Nee, nee, da einmal drehen, bitte. Ah, okay, ich habe kein Holz mehr. Dann lass noch mal reinschauen. Ich habe noch zwei Holz. Zwei Holz haben wir noch. Da brauche ich auch 10 Holz. Alles klar. Dann nimm mal dein Ding in die Hand. Dann tun wir nämlich jetzt noch ein bisschen Holz fällen. Also nur noch ein bisschen, weil es wird jetzt nämlich eh schon stockdunkel. Okay, der Baum ist weg. Pferd, du bleibst hoffentlich da stehen. Ich sehe nichts. Tür zumachen. Okay, Tür ist geschlossen. Dann mal ganz kurz. Wir nehmen die Fackel in die Hand. Yes. Nice. So, wir gucken mal ganz kurz in das Baumenü rein. So, hier. Und zwar hatte ich hier irgendwo, hier beim Feuer war das, habe ich ein Bett gesehen. Also dafür brauchen wir auf jeden Fall noch Metallfragmente. Eine Codesperre, das ist im Grunde, dass man die Tür zumachen kann. Holztruhen, ja, auch ganz wichtig, auf jeden Fall. Hier ist das Bett. Wir brauchen da... Oh, uns fehlen halt echt 3 Stück, ne? Ah, oh, echt schade. Oh, Garten kann man machen. Dann haben wir hier noch den Wasserfänger. Das sind alles so Sachen, die wir jetzt so bauen werden im Laufe der Zeit. Generator, da braucht man natürlich dann das Ding. Ja, ich freue mich schon drauf, looten zu gehen, dass man mal so ein paar Sachen... finden werden. Das Bett wäre jetzt natürlich super gewesen, aber okay. Von daher, ich mache das jetzt einfach mal, dass wir ja die normalen Holztruhen. Da machen wir jetzt halt mal welche. Verbände. Die kannst du essen. Schwefel. Ein Apfel, den kannst du eigentlich auch essen. Oh ja, der füllt gut auf. Der füllt gut auf. Das ist toll. Den Draht tun wir mal hier rein. Dann würde ich sagen, wir stellen gleich noch eine zweite her, weil Holz haben wir... Ja, gut, jetzt aktuell nicht sehr viel, aber... Ort. Ah! Okay, da ich jetzt halt nicht sehe... Würde ich sagen, gehen wir mal hier an das Fenster ran. Machen wir einfach mal. Okay, da passt schon ein bisschen was rein. Das heißt, wir können auf jeden Fall sowas rein... Oh, das ist schön. Mit Shift und Linksklick und schon zack ist drin. Da tun wir jetzt einfach mal die Sachen halt rein. Auch die Uzi, weil ich habe ja keine Munition. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir Munition herstellen können für die Uzi. Was brauchten die? Ich habe halt keine Ahnung, ne? Ich denke aber mal eher die 762er oder die da.
Boah. So, warte mal, wir haben doch Schwefel. Wir können doch auf jeden Fall irgendwie das Pulver herstellen. Bestimmt irgendwo. Ah, okay, da braucht man das Pulver und wir brauchen Kohle. Wie kriege ich Kohle her? Wahrscheinlich übers Lagerfeuer, ne? Oder über die Werkbank. Aber da brauche ich ja auf jeden Fall... Und da können wir fortgeschrittenere Sachen herstellen. Kann ich ein Lagerfeuer bauen? Nee, ne? Ah, schade. Da bräuchte man noch ein bisschen Holz. Aber gut, ich würde sagen, ich warte jetzt einfach mal die Nacht ab und wir sehen uns dann quasi im nächsten Part. Da freue ich mich drauf. Ich möchte bloß trotzdem für uns jetzt zum Tschüss sagen, mal ganz kurz die Fackel anmachen. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.